Wusstet ihr schon Folgendes? Etwa 60% der Frauen in Deutschland nehmen die Pille. Tja, diese kleine winzige Pille hat unser Sexleben revolutioniert. Also meins natürlich nicht. Wie sicher ist das Verhütungsmittel Pille eigentlich? Und ist es gefährlich, die Pille einzunehmen? Lisa hat das mal ausprobiert. Also nicht die Pille einzunehmen, sondern sie hat einer Frauenärztin mal wichtige Fragen rund um die Pille gestellt. Viel Spaß! Die Antibabypille kam am 18. August 1960 auf den amerikanischen Markt als Envoid 10. Sie war die einfachste und zuverlässigste Form der Geburtenkontrolle. Ein medizinischer Durchbruch. Jahrelang arbeiten mehrere Hormonforscher unabhängig voneinander daran und bilden synthetisch die Hormone der Frau nach. Östrogen und Gestagen. Und aus denen besteht auch die Pille. Ein Jahr später war die Antibabypille mit dem Namen Anovlar auch in Europa erhältlich. Zunächst konnten nur verheiratete Frauen die Pille bekommen und auch nur diejenigen, denen offiziell Menstruationsbeschwerden attestiert wurden. Wie sicher ist die Pille denn überhaupt? Die Pille wird beurteilt nach Perl-Index. Das ist, wie viele Schwangere pro 1000 Frauen pro Jahr durch bestimmte Verhütungsmittel doch zustande gekommen ist. Und bei Pillen ist Perl-Index 0,1. Das heißt also, es ist sehr sicher. Das passiert übrigens, wenn man die Pille nicht nimmt. Tja, vielleicht gar nicht so schlimm. Unter Akademikern sinkt die Geburtenrate sowieso. Natürlich muss man sie regelmäßig einnehmen. Und wenn man sie vergisst, dann sind die riskantesten Tage. Wenn man Anfang der Einnahmezyklus Pille vergessen, ist wesentlich gefährlicher, als wenn man am Ende des Zyklus dann Pille vergessen hat. Dann ist es sehr häufig, dass diese Follikel oder Eizelle trotzdem anfängt zu wachsen. Ja, wenn man ein oder zwei Tage vergessen hat, besonders am Anfang. Um zu wissen, wie die Pille funktioniert, muss man verstehen, wie der Zyklus einer Frau überhaupt funktioniert. Bei den meisten Frauen dauert ein Zyklus etwa 28 Tage. Die Zykluslänge kann variieren. Und wann ist es möglich, schwanger zu werden? Das wäre dann ungefähr, wenn man keine Pille nimmt, zwischen 12. und 15. Tag, wenn man Zyklus ungefähr 28 Tage hat. Von Anfang bis Anfang der nächsten Regelblutung. Innerhalb der ersten 14 Tage reift in den Eierstöcken ein sogenanntes Follikel zum befruchtungsfähigen Ei heran. Wenn der Follikel beim sogenannten Eisprung platzt, gelangt das ausgereifte Ei in den Eileiter. Gleichzeitig wird aufgrund der vermehrten Östrogenproduktion die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut. Und das ist unter anderem verantwortlich für den Umbau der Gebärmutterschleimhaut. Das heißt, die Gebärmutterschleimhaut wird auf die Einnistung des befruchteten Eis vorbereitet. Wie eine Art Matratze zur Polsterung. Aus der Eihülle bildet sich nach dem Eisprung der sogenannte Gelbkörper, der das Gelbkörperhormon Progesteron ausschüttet. Wird das herangereifte Ei nicht befruchtet, bildet sich der Gelbkörper zurück und stellt seine Hormonproduktion ein. Das unbefruchtete Ei wird dann zusammen mit der Gebärmutterschleimhaut abgestoßen. Die Monatsblutung tritt ein und der Zyklus beginnt von neuem. Das heißt aber, wenn ich die Pille nehme, werden meine natürlichen Hormone ausgeschaltet. So kann man sagen. Das heißt, wir ersetzen die durch die Pillenhormone. Und so wird es auch gar nicht dazu kommen, dass Follikel wächst oder Eizelle, die Schleimhaut baut sich wenig auf. Das heißt, wir sehen diese Kurve, Produktion von Hormonen, die ist flach. Die Eierstöcke sind quasi schlafend gestellt, kann man das so sagen? So kann man sagen. Wenn ich jetzt die Eierstöcke schlafend stelle, dann habe ich doch mehr Eizellen. So ist das. Die werden nicht so viel verbraucht. Wenn es Eisprung, dann platzt diese Follikel und es sind Mini-Risse am Eierstock. Und wenn man durch Pille die Eierstöcke schlafend stellt, dann passiert das nicht. Viele sagen dann, sie nehmen die Pille jetzt immer durch. Das heißt, man kriegt seine Periode gar nicht mehr. Man nimmt jeden Tag die Pille. Ist irgendwie ein komisches Gefühl. Ist das denn gesund? Auf jeden Fall ist es nicht ungesund, weil man hat im Körper Status Quo-Situation, das heißt keine Schwankungen. Und man braucht nicht zu bluten, wenn man Pille nimmt, weil man hat nur Blutung, wenn man diese Pause macht. Und diese Pause 7 Tage. Wurde damals erfunden, um Kirche vorzumachen, dass man noch natürliche oder ähnlich wie natürliche Zyklus hat. Einen Moment mal eben. Das heißt, wenn ich jetzt die Pille nehme, dann nehme ich die 3 Wochen, unterbreche dann für 7 Tage und das mache ich wegen der Kirche.
jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Das hat diese geschichtliche Bedeutung schon verloren. Vor mehr als 50 Jahren hat man das auch berücksichtigt, dass man ähnlicher wie unsere Frauenkörper auch mit Pillen funktioniert. Es gab sogar Dreiphasenpillen, die diese ganze Schwankungen nachgeahnt haben vom normalen Zyklus der Frau. Aber eigentlich braucht man das nicht. Man hat festgestellt, dass sogar besser ist, wenn man niedrig dosierte Pille nimmt, was wir in Pillen haben, ist nicht wesentlich höher als unsere eigene Produktion. Man hat durch diese mehr als 50 Jahre Studien hat man nachgewiesen, dass die Frauen, die längere Zeit Pille genommen haben, haben ein geringeres Risiko für Eierstockkrebs. Und sind auch länger fruchtbar, weil sie noch mehr Eizellen haben. Leider bei Fruchtbarkeit ist es ganz andere Geschichte. Die haben zwar vielleicht mehr Eizellen, aber die Eizellen werden auch älter, weil unsere Eizellen, die altern mit uns. Also wir haben ja hier jede Menge verschiedene Anbieter, sage ich mal. Warum gibt es so viele verschiedene? Als man Pille erfunden hat, hat man das sehr hoch dosiert. Und langsam ist man dazu gekommen, dass auch geringe, ganz geringe Dosierung, so wie man sagt auch bestimmte 20 Pille oder 30 Pille, ne, spricht für Östrogenmenge, 30 Mikrogramm. Mhm. Und gibt es auch 20 Mikrogramm. Es gibt aber auch Pille, die nur aus Gestagen bestehen, ohne Östrogen. Oder welche Pille passen mir, welche nicht. Zum Beispiel, es gibt Pille, die gut für Problemhaut tun. Es gibt Pille, die, wenn man Kopfschmerzen hat, die ohne Östrogen sind. Die nimmt man allerdings ohne Pause. Was hat es damit auf sich? Wir können mit Pillen sogar positive Sachen bewirken. Zum Beispiel bei Mädchen, die Schmerzen während Regelblutung haben, können wir das verhindern oder dabei helfen, die von Schmerzen zu befreien. Würden Sie jedem jungen Mädchen zur Pille raten? Anfang ja, weil es ist unproblematisch. Man kann ausprobieren, ist es was für mich oder vergesse ich das häufig? Dann kann man auf andere Verhütungsmittel ausweichen. Aber auf jeden Fall würde ich zu niedrig dosierten Verhütungsmitteln, also zu Pillen, zuerst empfehlen. Also meinen Sie nicht, dass irgendwann noch mal in 20 Jahren dann rauskommt, oh, die Pille, das war doch eigentlich eine schlechte Erfindung, ganz viele sind davon krank geworden? In mehr als 50 Jahren, glaube ich, Pille hat sich doch ganz gut behauptet. In England bekommt man die Pille ohne Rezept, einfach in der Apotheke, und die Mädchen nehmen die dann einfach ein. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Sicherlich ist es gefährlich, weil es gibt auch Frauen, die gewisse Risikofaktoren schon haben. Zum Beispiel die viel rauchen, die übergewichtig sind. Und wenn die Pille nehmen, dann steigt auch das Risiko für Thrombosen. Auch mit gewissem Alter steigt dieses Risiko. Es gibt auch Thrombophilie, das ist familiär bedingte Erkrankung, die auch unter Pilleneinnahme kann das zu gefährlichen Lungenembolien oder tiefe Beinvenenthrombosen führen. Außerdem, ich finde es ganz wichtig, aufzuklären, wie wichtig ist, Pille regelmäßig zu nehmen, dass die Frauen auch nicht manchmal denken, dass man mit Freundinnen diese Pille... Hatten Sie das schon mal, ja? Ich hatte das schon mal, wo ich gefragt habe, ja, wie nehmen Sie die Pille? Und da hat sie gesagt, bei Bedarf, wir teilen uns mit Freundinnen die Packung. Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht auskenne und trotteligerweise die ganze Packung esse, was passiert dann? Das kann schon zu Erbrechen oder Durchfall oder leichten Magen-Darm-Problemen führen. Aber davon wird man nicht sterben, das ist ja klar. Was ist mit Krebs oder Thromboserisiko? Thromboserisiko hat man, wenn man schwanger ist, 8-fach höhere Thromboserisiko als die Frauen oder Mädchen, die Pille nehmen. Mhm. Wie sieht es aus mit der Pille danach? Was ist der Unterschied zu so einer Monatspackung? Die Pille danach besteht nur aus Gestagen. Die ist richtig stark dann? Das kann man so nicht sagen. Die ist, wirkt auf Rezeptorenbasis und verschiebt auch Eisprung. Und die wirkt allerdings auch bis 72 Stunden nach der ungeschützten Verhütung. Ja, man denkt immer, das muss dann so ein Hammerpräparat sein. Wenn Sie 2-3 Mal Pille danach im Zyklus nehmen, dann ist es besser, wenn Sie regelmäßig Pillen nehmen. Hm. Die Hegonry oder ältere Pille danach waren nur 48 Stunden, also 2 Tage. Und die ist bis 4 Tage schützt gegen ungewünschte Schwangerschaft. Warum gibt es die Pille, die Spirale, den Nuva-Ring und zig Verhütungsmethoden für Frauen? Warum nicht, gibt es keine Pille für den Mann? Hat man viel drum gebastelt, aber leider gibt es nicht. Die Pille für den Mann
haben wesentlich mehr Nebenwirkungen und beeinflussen für längere Zeit die Fertilität bzw. Fruchtbarkeit von Mann. Tja, naja, jetzt weiß ich endlich mal Bescheid, wie das alles funktioniert. Was haltet ihr eigentlich von der Pille? Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Also dann, bis bald. Wenn ihr die Klugscheißerin abonnieren wollt, dann klickt doch einfach mal auf Wilma. Und sie zeigt euch auch, wie ihr mich auf Facebook und Instagram abonnieren könnt. Außerdem gibt es 3 weitere Rubriken bei der Klugscheißerin. Beim Kurzwissen geht es um spannende kurze Fakten. Beim Allgemeinwissen geht es besonders um Themen aus dem Bereich Literatur und Kunst. Und bei Lisa en Tour trifft Lisa spannende Menschen zu vielen bunten Themen. Schaut doch da auch einfach mal rein. Bis bald!